Herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise 9046 zur nächsten Folge von GTA Vice City, dem Let's Play. Ja Leute, wir haben im letzten Part die Mission Copeland geschafft und damit die Geldeintreiber, ich komme gar nicht auf den Begriff, Missionen hier geschafft, Bürgerwehr oder irgendwie so, keine Ahnung, ich komme nicht drauf, Schutzgeldmissionen, sowas. Und deswegen haben wir jetzt hier dieses Icon und können hier immer Geld abholen. Deswegen habe ich auch schon 72.627 Dollar erwirtschaftet, ergaunert, wie auch immer. Tja, davon gibt es noch einige mehr hier in diesem Spiel, die wir auch brauchen, um überhaupt die Endmission freischalten zu können. Das werden wir jetzt machen, dass wir erstmal die jeweiligen Gebäude, die wir dafür benötigen, freischalten. Und alles weitere schauen wir dann. So typisch, wenn man einen Wagen hat, kommt der tausendmal vor. Gibt so viele Spiele, wo das der Fall ist. Das erste Gebäude, was wir uns freikaufen wollen werden, ist hier unten. Oder ist hier in dieser Richtung, sagen wir es mal so rum. Gut, wir sind noch ein Weilchen davon weg. Geht ja noch weiter Richtung Süden. Aber die Karre wird den Ort, glaube ich, nicht mehr sehen. Ich habe so eine Idee, wo wir hin müssen. Nee, noch lange nicht. Na gut, doch. Das ist echt weiter im Süden, was wir hier machen. Ne, wir fahren weiter auf die Pistole zu. Doch, das ist echt weiter im Süden hier, der Punkt. So, sehr interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut, hier muss irgendwo etwas sein, was wir kaufen können. Gucken wir mal. Wahrscheinlich hier. Genau. Für 30.000 Euro, das werden wir jetzt auch mal tun. Haben wir den Pole Position Club gekauft. Das ist auch so ein Grund, warum man extrem viel Kohle braucht. Jetzt gehen wir mal rein hier in diesen Club. Die Möglichkeit, um hier Geld zu generieren, ist echt ein bisschen, ja, seltsam, lustig, wie auch immer. Wie ihr schon seht, im Stripclub. Jetzt müssen wir hier hinten hin. So, ich glaube hier rein. Oh, sieht falsch aus. Was kaufen irgendwo? Ah, hier drin ist es. Okay. Ja gut, Leute, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut setzen. Ihr seht ja, was passiert. Ist eine Dame irgendwie ge. Das wäre der falsche Knopf. Geld zuschmeißen. Ich weiß aber nicht wie.
Das finde ich noch irgendwie raus. Ah, es geht automatisch. Ja gut, das dauert jetzt ein paar Minuten. Kleinen Tipp von mir, wenn ihr hier was ausprobieren wollt in dem Stripclub, stellt mal die Sprache auf Französisch und geht dann mal hier rein. Mehr sage ich nicht. Und dann bis gleich, Leute. Jo Leute, leider hat es die Aufnahme gerade zerschossen. Deswegen ich euch das Ganze jetzt nur zeigen kann, aber nicht mit euch machen kann, aber ist halt so. Wie ihr seht, haben wir extrem wenig Geld, das liegt einfach mal daran. Wir haben jetzt hier erstmal 600 bis 700 Euro bei der Alten lassen, die da für uns getanzt hat. Dadurch können wir hier Geld generieren. Das nehmen wir uns doch direkt mal mit, das ist unseres. Dann habe ich noch ein weiteres Objekt gekauft. Und noch ein bisschen Munition gekauft gehabt. Und ja, das Geld war futsch. Aber das Ende vom Lied ist, wir müssen jetzt sowieso so oder so Geld generieren, damit es hier überhaupt weitergehen kann. Zeige ich jetzt mal, wo wir noch was gekauft haben. Vielleicht kriegen wir da das nötige Restgeld und können die nächste Immobilie kaufen. Moment mal eben. Ja doch, ist nicht richtig unterwegs. Die neue Immobilie ist sogar direkt da in der Nähe. Interessant. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Ist auch sehr clever, wenn ihr euch die beiden direkt holt, weil könnt ihr hier zwischen den beiden immer hin und her pendeln. Muss ja nichts dafür tun, nur abwarten. Zweite Immobilie ist nämlich direkt hier vorne. Genau zu sein hier. Ach nee, die wirft ja noch gar kein Geld ab. Stimmt. Das macht die nämlich erst, wenn man die Mission dort alle geschafft hat. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Wir werden jetzt erstmal nur die Dinger kaufen. Schauen wir mal kurz, was die wieder abgeworfen hat in der Zeit. Das macht aber doch echt Sinn, als nächstes die da hinten zu machen. Die Mission, um eben gut Kohle zu kriegen. Ja Leute, ich werde jetzt weiter Kohle sammeln und dann schon sehen wir uns dann beim nächsten Objekt wieder, beziehungsweise kaufen uns das nächste Objekt. Bis dahin. Also bis gleich, Leute. Gut, diese Pause war gar nicht nötig. Ich sehe nämlich gerade, als ich mich nochmal umgeschaut habe, dass wir doch noch eins kaufen können. Das tun wir dann auch schnell, bevor die Pause nötig wird. Dafür, doch, ist die richtige Richtung. Einige von diesen Dingen zu kaufen, ist übrigens Pflicht. Und na, im Grunde sind alle Pflicht, weil es gibt sie 8 Stück, glaube ich, und 7 müsst ihr haben. Und ja. Deswegen lohnt es sich eigentlich alle zu kaufen. Und zwar gibt es hier irgendwo eine Bootswerft. Hier jetzt hier irgendwo sein.
Ja, da ist sie doch schon. Kostet nämlich nur 10.000, deswegen holen wir uns das Teil. There's a dude here. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And a fiberglass hull. She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. She can hold like 20 bales of best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, suit dude. You got a light? Dude. Dude. Die Bootshaft gehört jetzt uns auch noch. Aber jetzt haben wir tatsächlich keine Kohle mehr. Die müssen wir jetzt erstmal generieren. Könnten wir natürlich durch Aufgaben, ganz klar. Oder kann man hier einfach so Geld abwerfen? Durch die Bootshaft. Ja, durchs Wasser sollte ich nicht. Hä? Bin ich blöd? Es gibt doch gerade gar keine andere Möglichkeit, hier wegzukommen. Na ja, gut, die gibt's wohl. Hier über die Treppe. Muss mir mal eben was durchlesen, Leute. Blick. Okay, erwirtschaftet später steht hier. Okay, bei dem Cherry Popper Eis Ding gibt es eine Mission. Da gibt es Missionen, da gibt es Missionen. Ich weiß nicht, warum das später Geld abwirft. Finden wir erstmal aus, irgendwie, wann. Das haben wir ja schon gemacht. Moment mal eben. Steht hier nichts von. Ja, gut, schauen wir mal weiter, was wir noch kaufen können müssen. Gut, die Kohle haben wir ja jetzt gerade nicht. Das heißt, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Kohle erwirtschaften und dann machen wir weiter. Bis dahin, Leute. Na Leute, ich habe mir überlegt, dass wir doch nicht warten, bis wir genug Kohle haben, sondern uns Kohle beschaffen. Das hier mit dem Mr. Whoopi. Mal einer verstehen, ey. Eben ging's doch. Hängt das damit zusammen, wie man den betätigt? Das macht absolut keinen Sinn, Leute.
traue mich jetzt auch irgendwie nicht so ganz, die Musik wieder auszustellen. Zumal das irgendwie verbuggt ist, wie gesagt. In Anführungszeichen nur 100 Stück schaffen. Ja, komm, kauf was. Sei nicht so ein Arsch. Okay, jetzt verziehen wir uns lieber mal. Und suchen einen Polizeistern. So. Verschwindet ja anscheinend auch. In dieser Gegend sind keine Kunden mehr, alles klar. So Leute, der Ton nervt mich gerade selber. Aber was sollen wir machen? Das ist irgendwie ziemlich verbuggt. Oh oh. Dann fahren wir mal lieber weg. Haben die Kunden ein bisschen Pech. Scheiße, gib mir einen Keks. Der wird nämlich auch jetzt nichts kaufen, weil er zu blöde ist. Hat er das jetzt vielleicht entbuggt? Nee, hat's nicht. Dem wollen wir uns freuen. Na ja, Leute, ich will den Part nicht zu lange halten. Deswegen werde ich das Ganze hier jetzt für euch cutten. Wir sehen uns dann nachher.
auch ein kleiner Tipp von mir, nur am Rande schnell, bevor ich wieder einen Cut setze. Wenn ihr hier rumfahrt, statt auf der anderen Inselseite, geht das Ganze deutlich einfacher, wie ihr seht. Und ja, wenn man mit Spitzengefühl daran geht, kann man auch den Alarm an- und ausstellen. Das war's aber jetzt erstmal wieder. Jetzt der nächste Cut und wir sehen uns gleich wieder. Somit haben wir den Kram auch endlich geschafft. Allerdings habe ich das nur gemacht, weil ich einfach, wie ihr seht, mich verbuggt habe. Glück gehabt. Na gut, Leute, kleiner Tipp noch nebenbei. Dieses Auto geht relativ schnell kaputt. Und um das verhindern oder eben langlebiger zu machen, öfter mal den Paint Spray besuchen. Nur so als Tipp. Wir werden jetzt ein bisschen Kohle regenerieren. Dann gibt es hier den ein oder anderen Laden, den wir dafür jetzt haben. Dafür müssen wir einmal gucken. Oh, ist jetzt zu weit. Komm. Machen wir den zuerst. Macht am meisten Sinn. Ich glaube, ich habe jemanden bei mir an Bord. So viel Geld haben wir leider durch die Mission selber nicht verdient. Okay, ich bin völlig auf der falschen Fährte. Wartet mal eben bitte, Leute. Das geht mir um Keks. Ein Geschrei von der Alten. Ich würde gerade noch sagen, wie lange funktioniert das wohl? Und zack. Unfall. Weit müssen wir noch? Über den Speicherpunkt hinaus. Hier jetzt mal 4000 Euro ab, Dollar ab. Läuft bei uns. Aber mit dem Auto komme ich nicht weit, das war eine dumme Idee. Jetzt holen wir uns an der Hauptvilla noch Geld ab. Und an der, an dem Eisladen, den wir ja gerade freigeschaltet haben, dass da auch Kohle abgeworfen wird. Ja, hoffentlich überleben wir das. Ich sage, nein, schaffen wir nicht.
kann entgegengenommen werden. Wir schaffen das wieder nicht. Muss ich ja nur irgendwie meine Villa schaffen. Das andere ist fast ohnmächtig. Schnell umziehen, Bollen weg. Holen wir uns hier unsere 5000 ab. Natürlich werden da hinten noch keine 3000 sein, aber mal sehen, was das Ganze bis jetzt abgeworfen hat. Ein paar hundert. Okay, nicht so ganz der Rede wert. So Leute, da wir jetzt genau die Hälfte aller Objekte gekauft haben, nämlich 4 von 8, und diese Folge auch schon eine knappe halbe Stunde lang ist, habe ich mir gedacht, werde ich diese Folge an der Stelle jetzt beenden, und wir werden in der nächsten Folge dann die nächsten 4 Gebäude uns versuchen zu kaufen, beziehungsweise zwischendrin ein paar Missionen machen, damit, also in der nächsten und übernächsten Folge vielleicht, ich schau einfach mal, um dann nach und nach genug Geld zu haben und dann eben die Gebäude kaufen zu können. Gut Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge, gebt dem Ganzen noch gerne ein Like da, wenn euch die Folge hier gefallen hat, und ihr auch nützliche Tipps mitnehmen konntet von dieser Folge. Gerade die Jüngeren, die dieses Spiel vielleicht gar nicht kennen und noch nicht so gut kennen, weil sie es in der Jugend halt nicht gespielt haben. Jedenfalls, ich bin raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.